Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077 und ja, hier stehe ich nach der letzten Folge, nach der Kreuzigung. Ja, die Folge hat mir tatsächlich ein bisschen zugesetzt, aber naja, okay, gut, es ist ein Spiel, man muss es dann halt auch so sehen, aber ich fand es schon sehr, sehr krass. Aber um das Thema abzuschließen, hier vorne stehen wir jetzt noch gerade, hier sind noch die ganzen Demonstranten. The end is near. Ich weiß jetzt nicht, ob die dafür oder dagegen sind, ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, die sind dagegen. So, lass es mal abhauen. Kann ich was mitnehmen? So, tschüss, Jungs. Ja, ich bin noch dabei. Ich hatte mir jetzt hier markiert, der Auftrag, hol dir deine Belohnung im Ripper Dog Inventar von Cassius Riders Klinik ab, weil wir die ja offensichtlich noch offen haben. Von daher, ja, da gehen wir einfach mal hin. Ich habe noch eine zweite Mission, die ich auch noch einlösen muss. Das werden wir nochmal auch mal kurz tun. Und dann, ja, mal sehen. Ne? Wir haben es 5.49 Uhr, noch recht früh am Tag. Um 19 Uhr wollte ich mich dann mit Carrie treffen hier. Da haben wir dann die nächste Mission mit ihm. Da ging das ja dann um diese andere Band, die dann immer noch rivalisierend ist. Die müssen wir dann auch nochmal irgendwie zurechtstutzen, keine Ahnung. Das gucken wir uns dann heute auch mal an. So, okay, dann, wie weit ist das weg? 1,8 Kilometer, lohnt es sich dann ja schon mal ein Bike zu machen, ne? So, dann machen wir mal den. So, sehr schön. Und auf geht's. Bei dem Ripper Dog eigentlich gleich auch mal gucken, was wir da vielleicht noch kaufen können. Wir haben jetzt erstmal wieder 60.000, das war jetzt nicht so wahnsinnig viel, also zumindest nicht für die Upgrades, aber naja, ein bisschen was können wir auf jeden Fall noch holen. Müssen wir wieder rechts runter oder nicht? Oh, alter Schwede, das war knapp. Das war knapp, sonst hätten wir gleich erstmal einen Adler gemacht. Schön mit dem Bike erstmal abgegangen. Huch, was war das denn? Achso, hier waren wir doch schon mal. Hier waren wir doch schon mal. So, hoffentlich kommen wir hier nachher auch wieder weg. So, River Dog öffnen. Hallo. So. Also, mein Tattoo. Hat sich entzündet? Oder bereust du es? Nein, nein, hab mich damit abgefunden. Bin ja neugierig, ob du schon mal was Krasseres gestochen hast. Ein Typ wollte mal Scheiß auf Nightcorp. Mitten auf der Stirn. In Großbuchstaben. Naja. Wütender Ex-Konzerne? Ein Juppie im Rathaus. Also alles cool. Hab schon Schlimmeres gesehen. Naja. So, zeig mir dein Angebot. Also, wir sollen irgendwas abholen, er hat davon aber nichts gesagt irgendwie, ne? Gut, was wollen wir denn mal machen? Wollen wir, Beine könnten wir nochmal gucken, Schulter, Nervensystem, mal gucken, was er da so hat. Was ist das denn? Ermöglicht das Zielen und Schießen beim Ausweichen, verlangsamt die Zeit beim Blocken. 1,5 Sekunden, okay. Abklingzeit 60 Sekunden.
Verlangsamt die Zeit 2 Sekunden lang um 25% vom Gegner, wenn Gegner dich bemerken. Okay. Mögliche Ziele beim Schießen ausweichen. Verlangsamt Ziel blocken. Okay. Ja, 1,5 Sekunden klingt das noch nicht so lange, ne? Nicht so wirklich. Was haben wir denn hier noch? So, da haben wir erhöht die Regeneration der Speicherkapazitäten des Cyberdecks um 0,05 Punkte. Erhöht den kritischen Schaden um 16. Stellt nach Neutralisieren eines Gegners sofort 3% deiner Gesundheit wieder her. Ja, könnte man auch mal schon mal ins Auge fassen. Kreislaufsystem. Erhöht die Breach-Dauer des Breach-Protokolls um 100%. Auch nicht verkehrt. Gesundheitsgeneration außerhalb des Kampfes um 1 Punkt pro Sekunde. Kostet 2000. Könnte man sich mal geben, oder? Machen wir mal. Immunsystem. Da haben wir nichts. Okay, hätte ich auch vorsehen können. Nervensystem hatten wir gerade schon geguckt, ne? Ja. Im Besitz. Installiert, im Besitz. Erhöht. Nee, das wollen wir nicht. Können wir hier noch ein bisschen mehr machen? Speicherkapazität 4, normale Speicherkapazität 9. Na, alles nicht so toll. Ne, was ist das denn, Johnny? Ach so! Ach, das ist alles klar. Alles klar. Hm. Aber Hände, das finde ich ein bisschen assi. Also ich würde ganz gerne eigentlich die Hände nutzen, die ich nicht vorhatte. Aber so mal gucken. Johnny. Weil das hatten wir ja hier vorher im Besitz, was war das noch? Smartling. Das wollte ich eigentlich ganz gerne haben. Na, das hatten wir ja vorher auch schon installiert. So, Arme. Die würde ich auf jeden Fall lassen wollen, weil die sind gut. Die machen Laune. Beine können wir so mal gucken. Haben wir auch nichts. Ah, schade. Nee, Items 2 steht doch da. Hä, warum kann ich das nicht machen? Ach so, weil ich im falschen Links drin bin. Okay, alles klar. Würde gerne Luft, da, um einen Doppelsprung auszuführen. Halte gedrückt, um die Sprungkraft zu laden und halt dann los, um zu springen. 45.000, alter Finne. Können wir uns zwar leisten, aber es ist natürlich heftig. Doppelsprung. Machen wir Doppelsprung? Oder gedrückt halten? Ich glaube, ich mache gedrückt halten. Das gefällt mir ein bisschen besser. Ich glaube, das bauen wir ein. Na, heftig, ne? Mal eben 45.000 ausgegeben. Ist klar. Okay, können wir noch ein bisschen Geld hier vorne über? Was können wir uns da noch kaufen? Was war das noch? Kritischer Schaden um 16. Stellneutralisierung ist so. Hört die Regeneration. Ich fand das mit dem 1%. Das war das hier, ne? 1 Punkt pro, ja. Okay. Immunsystem. 5000. Verlangsamt die Zeit. Ich weiß nicht, ob wir das mal machen sollten. Verlangsamt die Zeit 2 Sekunden lang um 25%, wenn der Gegner dich bemerkt. Abklingzeit 60. Überzeugt mich alles nicht so wirklich, muss ich sagen. Auge ist auch nix. Nimm sonst das noch mit. So, das reicht dann, glaube ich, auch. Erstmal schön wieder Kohle auf den Kopf gehauen. So, hol dir deine Belohnung von Ripperdog Inventar. Im Ripperdog Inventar von Caches ab. Welche ist denn das? Oder ist. Nee. Wo hat er das denn, sag mal? Wo hat er denn das Geschenk? Oder ist es hier mit drin? Oder so ein. Ah, nee, das ist ja. Hä, wo hat er das denn? Arme. Ach, da, guck mal, das können wir noch modden, sehe ich hier gerade. Aber ich sehe jetzt nicht, wo wir hier irgendwas handeln. Gut, wir können ein paar Sachen verkaufen, aber ja, Junk verkaufen können wir. $21 können wir, ja, geil.
So, Klamotten können wir wieder verkaufen. Den ganzen Schmodder können wir ihn theoretisch verkaufen. Zurückkaufen. Ah. Also ich wüsste jetzt nicht, wo wir von ihm den Stuff herkriegen. Hol dir deine Belohnung im Ripperdog-Inventar von Cassius Riders Klinik ab. Im Ripperdog-Inventar. Im Ripperdog-Inventar. Das ist aber ja nicht hier, oder? Hä? Ausrufezeichen hat er, ja, aber... Cassius Rider-Inventar. Ich wüsste jetzt aber nicht, wo wir irgendwas rausholen können, also... Oder deine Belohnung, aber er zeigt ja nirgendwo irgendwas an, oder bin ich blind? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ganz offiziell verstehe ich das nicht. Gut, ja gut, dann müssen wir sehen. Vielleicht kriegen wir den anderen Krams hier raus. Aufträge haben wir, achso, das ist der noch. Geschenk, was haben wir hier noch? Beschaffe Netrunner. Das Geschenk. Wenn du ein Geschenk erwarten würdest, das ist nicht der Mensch. Netrunner Programm für dich, für deinen Job. Scheiße, ich muss echt. Okay. Dann machen wir sonst das als nächstes, oder? Dann warten wir halt ein bisschen und machen wir das. Würde ich mal so sagen. Kann aufsteigen. Okay. Ich werde hier angegriffen. Ach, du wirst doch nicht angegriffen. Hatte doch 3 Kilometer Abstand mindestens. Von mir einfach mal ein bisschen warten auf den Carry und dann werden wir um 19 uns so ein bisschen vergnügen. Ist ja gut. Entspannt euch doch mal, Leute. So, warten wir doch mal hier. Was gibst du zu futtern? Aber wenn du schon bei deinem eigenen Futter schon eine Maske tragen musst, dann weiß ich nicht. So, hocken wir uns mal hin. Vielleicht können wir hier noch eine Kleinigkeit naschen. Hey. Moin. Los. 15 Minuten rum für diese kleinen Idioten sind jetzt abgelaufen. Oh Gott. Vergiss den Plan, lass uns die Show genießen. Wie lautet der Plan? Hey, wie ist nun der Plan? Easy. Wir gehen rein, finden die Umkleide der Schlampen, machen unser Ding und hauen ab. Okay, aber was heißt unser Ding? Aber darf nicht gesehen werden. Das wäre kostenlose PR für die. Aha. Und die hast du ihnen schon genug beschafft. Der brennende Truck war in allen Feeds und allen Sheets. Spar dir die Sprüche. Sag mir, wie wir reinkommen. Tickets kaufen, Bar verlassen, sehen wir uns um. Sehen wir uns mal um, oder? Ich würde doch gerne noch Tickets kaufen. Da will ich doch Geld ausgeben. Versuche an Tickets für das Konzert zu kommen. Scanne die Fans und klaue 2 Tickets. Okay. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Okay. Dann lass uns mal an 2 Tickets kommen. Vielleicht können wir ja welche kaufen. Ich glaube, wir sollten eher mal hingucken, oder? Lass uns mal hingucken. Ah, ne, Moment. Kamen wir nicht hier auch außen rum? Meine ich doch, hier gab es doch noch so einen Gang. Wir waren hier doch schon mal drin.
bist du? Tickets im Besitz 1 von 2. Bin ein echter Glückspilz. Na, was für ein Zufall. Müssen wir mal ein bisschen Stuff einsammeln, wir brauchen Geld. So, Jungs, wie sieht's bei euch aus? Wir sind mega beliebt in Mumbai und Tokio. Weißt du hast nicht zufällig zwei Tickets übrig? Nein. Ist wohl ausverkauft. Weiß nicht genau. Wir haben VIP-Pässe. Okay. Ich bin auch gespannt auf wie die Show. Läuft's? Auch schon so oft. Oh, Rachel, nicht jetzt! Da gehört die Mädels drehen voll auf. Hey! Hab ich auch gehört. Oh, Rachel, du willst dich verarschen gerade. Stevenson ist der Hit! Werden wir ja gleich sehen. Viel Spaß. Nein. Glückwunsch. Du warst großartig. Ja, toll. Vergiss alles, was ich dir gesagt habe. Die Eddies kriegst du in Kürze. Und ich pack dir einen Bonus obendrauf. Viel Spaß damit. Was für eine Frau. Ich hab kein Geld gemacht. Ich hoffe, dass ich jemanden... Na, egal. Lassen wir es sein. So. Geh mir dann... Ja, jetzt habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Danke. 2000 Dollar. Geil. Naja, gut. Ja, geh mir den Tickets rein. So, jetzt habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Anscheinend haben wir jetzt die beiden Tickets bekommen, ne? Wie es aussieht. Da steht ja, geh mir deine Tickets rein. Also, von daher... Sollte das gehen. So, lass den Papi mal vorbei. Tickets? Ja, hier bitte. Alles klar. Ja, danke. Lass mich vorbei. Dankeschön. Sehr nett. Achso. Bekommt Tiny mit? Halt dich mal ein bisschen. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ja, warum sollen wir denn jetzt... Jetzt hier? Gib mir dann Tickets. Zum Backstage-Bereich. Ja, okay. Ich weiß nämlich jetzt nicht, was sie gesagt haben, damit wir die VIP-Tickets kriegen, also... Oh Gott, ich habe eine Nova-Idee. Wenn wir zum Konzert gehen, schenken wir ihr was. Auf ihrer Seite steht, dass sie alle gern teuren Tee mögen. Vielleicht könnten wir eine Tasse für sie machen. So für Matcha, weißt du? Oh Mann, ja, dann vergisst sie uns nicht. Wie Nova wäre das denn? Ja. Stell dir das mal vor, in ein paar Jahren... Oh moin. Pässe. Ja, hier, bitteschön. Bleib cool. Alles fertig? Bleib locker. Wir gehen unsere Pässe holen. Okay. Hätten Sie was drauf, würden Sie Stadien füllen. Wir brauchen einen Pass für die Umkleide. Der Roadie da. Der ist fertig mit der Arbeit. Will jetzt garantiert was trinken und jemanden aufreißen. Aha. Also braucht er seine ID nicht. Lenk ihn ab. Ich schnapp mir die Karte. Okay. Den neuen schon probiert? Noch nicht. Hey! Und... Hey! Hast du das von dem Truck gehört? Mit dem Zeug der Mädchen? Alles abgebrannt. Na klar. So eine Scheiße trifft schließlich immer arme Schweine wie uns. Die Mädchen sind nicht gerade arme Schweine. Quatsch. Ich rede von den Fahrern. Wurden gefeuert, weil sie sich entfernt haben und keine Infos für die Cops hatten. Ah, okay. Muss die Mädchen trotzdem getroffen haben. Equipment weg, Gig verschoben... Meinst du, das war eine Warnung für sie? Nee, das Zeug war versichert. Haben wahrscheinlich mehr bekommen, als der Ramsch wert war. Und was kümmert die so einen Truck? Scheiß. Haben sicher nicht mal von gehört. Dafür haben sie schließlich Manager. Okay, kennst du mich persönlich? Kennst du die Mädchen persönlich? Klar, als ob ich sie vögeln könnte. Geile Puppen. Das wird sich ändern. Ich helfe dir. Sie ins Bett zu kriegen? Wir drei. Du, ich und mein Kumpel Ken. Wer könnte uns widerstehen? Weißt du, mit neuen gibt man sich eigentlich nicht ab. Aber scheiß drauf, du bist korrekt.
Hier drüben. Okay. Ein Bier für meinen Chum. Danke, Mann. Ich bin alle. 15 Stunden, um den Scheiß aufzubauen. Und dann mussten wir mit diesen Scheiß-Codierern von den Japanern klarkommen, weil die ihre eigenen beschissenen Algorithmen haben. Showbiz? Shitbiz wohl eher. Ja, ich glaube, nach dem Gig bin ich auch raus. Kluger Zug, Mann. Renn so weit weg, wie du kannst. Von diesen Stars und der ganzen Scheiße. Amen, Bruder. Welche willst du flachlegen? Chum, die sind alle geil. Blue Moon? Nee, warte. Purple Force. Sagt mir alles nix. Sieht unschuldig aus, aber sobald sie auf der Bühne steht und dreckig redet, steh ich auf Vollmast, selbst ohne Audiovox. Ja, ich kotz gleich. Viel Glück. Muss los. Cool. Also trinken wir hinterher ein Bier und kümmern uns um die Mädchen? Na ja, klar noch. Aha. Wenn sie dann noch lieben. Ja, geht durch. Ja, weißt du, gerade eben hatten wir keinen Pass, aber jetzt lässt er uns durch. Naja, okay, lass uns gut sein. Voll Gary. Scheiß japanische Zeichen. Woher soll ich wissen, was wohin gehört? Ich hab die Schnauze voll. Ich gehe wieder Zuleitungen installieren. Genau. Ronnie wird wohl nach Europa versetzt. Hat er ihnen gesagt, dass du schwanger bist? Ja, aber er muss gehen. Wir zahlen immer noch seine Implantate ab. Mach dir nichts draus. Noch vor dir. Ach, das sind die drei, okay? Okay. Wir haben heute ein Amigori? Oder ist das der Special Boy von der Wunschtraumaktion? Hallo, Ladies! Und jetzt reden wir. Wer seid ihr, Wichser? Der Wichser, den ihr bekloppt. Carrie Urodine? Carrie Sun? Sun am Arsch. Das ist keine Teezeremonie. Ich kann keine Waffe ziehen. Wie? Tut, was er sagt. Jetzt. Und dann vergesst, dass er je hier war. Und was, wenn nicht? Wenn nicht, könnt ihr eurer Karriere Sayonara sagen. Ganz einfach. Carrie, Sun, wir verstehen nicht. Wir hatten einen Deal. Die meinten, du liebst uns, dass dein Schlafzimmer voll ist mit... Bullshit. Hast du das gehört? Auf welchem Trip seid ihr denn? Von dem Zeug will ich was haben. So. Ego-Perspektive. Oh! Okay, wenn... Okay, machen wir das mal so und dann machen wir nämlich mal so. So. Moment mal, war das mit einem Deal? Rafft es nicht, es gibt keinen Deal. Halt. Was war das mit einem Deal? Wir haben einen Deal mit MSM, um Carrie Suns User-Friendly zu spielen. Unsere neue Single für den Nordamerika-Teil unserer Tournee. Nur über meine Leiche. Aber wir wollten deinen Rock in eine neue Ära bringen. Ist das nicht, was du wolltest? Rock? Ihr? Okay, ich sag euch was. Wurde schon oft behauptet, aber ihr habt es geschafft. Rock ist tot! Ihr habt ihn getötet. Gratulation, Bitches. So, nochmal kurz einen kurzen Screenshot. Tut mir leid. Dein Manager hat unseren kontaktiert. Hat gesagt, dass du mit uns arbeiten willst. Kovacek? Was zur Hölle? Davon wusste ich nichts. Dieser verfickte Konzern sagt. Hör zu, Carrie Sun. Das Cover ist ein Ausdruck unserer Liebe für dich. Welches Cover? Bitte was aushandeln. Rock mag tot sein, aber Carrie ist blind, wenn er nicht sieht, dass die Mädchen Potenzial haben. Ich will mich hinsetzen. Setzen. Na. Vielleicht können wir uns mal abregen und in Ruhe reden. Sieht aus, als hätte das Label euch alle gefickt. Ihr seid nichts als Marionetten. Sieht ganz so aus. Fuck. Wisst ihr, ist nichts gegen euch. Die Situation ist einfach abgefuckt. Was erwartest du, wenn du deinen dummen Arsch an einen Konzern kettest? Wir reden mit dem Label, Carrie Sun.
Aber jetzt werden wir unseren Ärger bekannt geben. Dein Song ist nicht in der Setlist. Wir sagen das Konzert ab und verschieben die Tournee. Was sagt ihr da? Das kostet euch Millionen. Die Labels verlieren mehr. Also gut. Ihr seid in Ordnung. Was ich vorhin gesagt habe. Kein Problem, Carrie-san. Selbst Affen fallen von Bäumen. Genau. Was soll das denn heißen? Gehen wir wie. Warte! Carrie-san? Kriegen wir ein Foto mit dir? Nur als Andenken? Ach. Warum eigentlich nicht? Ist klar! Wie? Wärst du so lieb? Ja, ist richtig. Ist richtig. Oh, warte mal, da muss ich erstmal einen normalen Screenshot machen. Moment. Ist richtig. Ihr habt doch echt Schmerzen, habt ihr doch alle. Ihr habt doch alle Schmerzen. Machen wir eins mit uns allen. Oh ja, das ist geil. Das ist geil. Warte eine Sekunde. Machen wir eins mit uns allen. Moment. Lasst uns ein Selfie. Ich will auch mit drauf. Ich will auch mit drauf. Darf ich mit drauf? Foto machen, warte. Komm. Oh, wie geil! Warte mal, ich muss erst mal gucken. Ja, du stehst aber auch richtig scheiße da, mein Freund, ehrlich. Ich muss erst mal gucken, wie kann ich denn nach oben? Wie geht denn das hier? Ups. Anpassung, Vorlage. Vorlage 9. Auch nicht schlecht. Da hätte man uns mal so ein bisschen in Pose setzen können hier. Ja, sieht schon ein bisschen merkwürdig aus, ne? Wollen wir mal von der Seite. Da sieht man die Wumme wieder nicht. Ah. So, warte. Ah, so ein bisschen. Ah. So. Das muss reichen. Hallo? Ja. Hab ich doch. Hallo? Okay, ich glaube, das reicht. Okay. Danke, Carrie-san. Also, arbeitet ihr gerade an was? Könnt euch bei eurer Single helfen? Wirklich? Ich bleib noch hier, wie. Ich meine, sieh sie dir an. Die Mädels brauchen Hilfe. Ja, natürlich. Ich danke dir. Mhm. Viel Spaß. Oh Gott. Oh Gott. Carrie-san, vielleicht könnten wir dir von unserer neuen Single erzählen. Über Musik zu reden, das ist wie in einem Rosenbeet zu vögeln. Unnötig, unbequem und im Endeffekt einfach nur mega kitschig. Aber ich mag Rosen. Ich mag Rosen. Ich mag Rosen. Kannst du dir ein paar Demos anhören? Wir arbeiten an zig Songs. Eher nicht. So gut befreundet sind wir nun wirklich nicht. Naja, okay. Gut, wie dem auch sei, dann haben wir es, ja. Gib wenigstens diesem einen Song eine Chance. So zum Abschied. Mhm. Nicht völliger Schund. Der Titel ist gut. Echt eingängig. Subtil metaphorisch. Ja, okay, ich hau ab, ne? Macht's gut. Papi hat noch was vor. Tschüss, Ladies. Hat sich denn ja voll mal gar nicht gelohnt, der Tag heute. Ja, tschö. Konzert fällt aus. Ich wiederhole. Aus Gründen, die der Veranstalter nicht zu verantworten hat, wurde das heutige Konzert abgesagt. Bitte begebt euch zum nächsten Ausgang. Okay. Sei dazu nur. Okay. Mit den Eddies hätten wir hier endlich weggekonnt. Dann halt nächstes Jahr. Ja, klar. Stimmt. Tja, so sieht das aus, Freunde.
Lass mich mal. Oh. Tja. So viel dazu. Huch. Ruhe despacio! Was? Nein, ich will nichts kaufen. Okay. So, die drei, die zwei sind auch weg. Sehr schön. Ja, dann haben wir das auch erstmal soweit. Ruf Dings an, warte auf die Nachricht von Lizzie. Sprich mit nix. Elizabeth Peralef. Ich würde sagen, wir machen noch ein, zwei. Na gut, eine werden wir wahrscheinlich noch schaffen, eine Nebenmission. Und dann werden wir in der nächsten Folge dann wahrscheinlich mal tatsächlich zu Hanako und Embers fahren. Mal gucken. Na, mal sehen, was uns da erwartet. Da warte ich ja schon etwas länger drauf. Mal gucken, was wir hier noch machen. Finde Sarahs Datenbank. Wir machen das hier mal. Sandra Dorset. Die Braut, die du vom Scuffs gerettet hast. Vom Scuffs gerettet hast? Tja, man gibt jemandem einen kleinen Finger. Diese Datenbank muss ziemlich wichtig sein. Wenn sich einmal ein Fixer reden möchte, schauen sie jetzt mal. Aha. Okay, machen wir das. Finde Sandras Datenbank. Wie weit ist das weg? 1,2 Kilometer, ne, ich nehme mal ein Bike. Das müsste eigentlich da drüben noch stehen, oder? Ja, das steht da noch. So. Einmal kurz. Oh, Alter. So. Und los geht's. Jetzt hütet er dann mit den drei Ladies rum, oder? Das ist ja wieder unfucking fassbar. Erst wollte ihn noch umbringen und zack, ist alles wieder gut. Mensch. Naja gut, ich wäre auch nicht davon ausgegangen, dass wir alle drei Mädels umlegen müssen, aber naja, bei dem Spiel hier weiß man ja mal nie so genau. Ja, der eine wird gekreuzigt und also, ja. Moin. Einfach nur ein Fragezeichen, was macht der da? Was macht der da auf seinem Bike? Er tut Dinge. Okay. Geht's runter? Slow. So, Full Disclosure. Regina Jones, was ist denn nun schon wieder? Also. Ein Nichtsnutz mit dem dämlichen Namen Eloise Dakin hat mich verarscht und die Stadt verlassen. Aber scheiß auf den Typen. Ich brauche die Daten, die er in NC zurückgelassen hat. Vor allem die auf seinem Laptop. Details im Anhang. Kümmer dich drum. Bitte heißt das. Ich bin doch so sensibel. Ich wollte zum Öffnen, das kann ich gut. So. Moin. Okay, wir müssen aber schon zeitlich sein jetzt hier. So, erstmal alle markieren. Warum kann ich die nicht markieren hier? Hey, warum kann ich die nicht markieren? Da ist doch noch, jetzt ist doch noch jemand. Jetzt schon wieder. Du bist geliefert. Was? Bitte was? Oh, was ist denn? Das war alles nicht so gewollt. Ist noch einer drin, okay. Da ist er. Gib mir den Stuff. Die Datenbank.
In die Datenbank. Wo ist denn die Datenbank hin vielleicht? Kabuki. Zwei Söldner Potsdam haben unser Versteck in Kabuki demoliert, waren wegen Dorset da und sind über die Leiche meines Bruders rausspaziert, haben die Nachbarn gefragt. Die meinten, es war ein großer Tino und ein kleiner Angeber. Kennst du irgendwen im Afterlife? Dann frag rum. Ich will Namen. Das hat er nachspielen. Neuer Rekordarschloch. Erinnerst du dich an unsere Wette von damals? Ich habe deinen Rekord gebrochen. Oh Gott, ich bin getroffen! So, Datenbank. Na. Okay. Datenbank. Oh, wahrscheinlich hier. Ach, hier ist es. Zugriff gewährt. So, haben wir. So, verschlüsselter Splitter. Manche Splitter, die du in der Welt findest, enthalten hinter Datenverschlüsselung verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach Erhalt öffnen oder ihn später im Tab Splitter in deinem Journal im Hauptmenü auswählen. Wähle dann Sicherheit hacken, um an die Geheimnisse des Splitters zu gelangen. Okay, dann gucken wir uns das doch mal an. Neues Item erhalten. Dann müsste ich das erstmal gleich öffnen hier, ne? Neues Item erhalten. Gegner in Alarmbereitschaft. Kriegen wir jetzt einen Splitter? Ne, ich will nicht die Pistole mehr angucken. Dann müssen wir uns gleich den Splitter mal so orientieren. Ach du, wie haben wir die denn weggeschossen? Was haben wir denn mit denen gemacht? Bin komplett in Einzelteile zerschossen, den Kameraden. Das war so nicht gewollt. Das war so nicht geplant. Hier ist noch ein Ripper Dog auf der Ecke. Ich ruf Sander Dorset an. Ja, mir wird irgendwie der Splitter nicht angezeigt. Das heißt, wir müssen mal gucken. Splitter. Ja, gut, das ist alles neu, das ist das Problem. Wir haben das alles hier noch nicht vorgelesen. Alter, wir haben das alles noch nicht vorgelesen hier. Welt, Busan, Literatur, sonstige. Boah, das haben wir alles eingesammelt, auch noch nie vorgelesen. Du grüne Neune, Notizen. Archiviertes Gespräch, sonstiges. Person Night City, Eurodyne. Operation Carpe Noctem. Sicherheit hacken. Ah, okay, das dürfte es eigentlich sein. Ach du grüne Neue. Malware kopieren. Erstellt Kopie des Demons. 551C. 551C. FF. 55. BD. E9. So, anscheinend hat das funktioniert. So, Nightcorp, nur für den internen Gebrauch. Die Tests waren erfolgreich. Die künstliche Intelligenz CN07 hat bewiesen, dass sie in der Lage ist, die kommerziellen, gerätespezifischen Makrosicherheitssysteme, auf die Nightcorp-Angestellte der unteren Ränge Zugriff haben, um zu umgehen. Kein einziges Testsubjekt war sich bewusst, dass an ihm ein Experiment durchgeführt wurde. Ja, toll. Warte. Muss mal angucken. Ich konnte irgendwie nicht scrollen, deswegen bin ich da raus. Ah, oh, jetzt haben wir das wieder. Wo ist denn das? Archiviertes Gespräch. Blabla, leb wohl. Befehle. Operation Carpe Noctem, das war das, ne?
Ja, okay, das war das. Durchgeführt wurde, das war mir bewusst, ein Experiment durchgeführt wurde. So. In Übereinstimmung mit den erhaltenen Befehlen konzentrierte sich CR07 vor allem auf Subjekt HK13, das zu Beginn des Experiments als ruhig und empathisch eingeschätzt wurde. Nach einer Phase der unterschwelligen Konditionierung begann HK13, wie vorgesehen, heftiges psychopathisches Verhalten an den Tag zu legen. Dieses kulminierte in einem Streit über Kaffee, bei dem HK13 einen Kollegen erdrosselte und dann durch das Fenster aus dem 16. Stockwerk der Forschungseinrichtung sprang. Okay. Die nächste Phase der Prozedur wird bald eingeleitet. CR07 wird dann auf den elektronischen Geräten des eigentlichen Seals installiert werden. Ah ja. Okay. Dann sei es so. Ruf Sandra Dorset an, das sollen wir jetzt tun. Sandra Dorset, F. Du bist doch wie, oder? Jupp. Hast du die Datenbank gefunden? Jupp. Jupp. Du willst es wirklich wissen, was? Du rätst nie, wo sie war. Das war eine richtige Scaff-Jagd. Sandra? Bist du da? Ja. Ich hab nur... Seit sie mir gesagt haben, was passiert ist, sehe ich sie überall. Ich dachte mir, dass sie sie haben. Aber ich hätte sie niemals selbst gesucht. Nicht nach dem. Ich rede mir ein, dass es vorbei ist. Dass sie jetzt weg sind. Du solltest immer mit jemand anders reden, du bist jetzt sicher. Hör mal, du bist Platin-Kundin beim Traumateam. Besser geht nicht. Ich bin mir sicher, der Sig-Hammer-Exploit ist längst behoben. Stimmt. Aber wer weiß, was sich die Scaffs nächstes Mal ausdenken. Naja, jetzt ist jedenfalls alles vorbei. Ich muss mich um ein paar wichtige Dinge kümmern. Willst du darüber reden? Ach, schon gut. Bring einfach die Datenbank in mein Apartment. Okay. Ich schick dir gerade die Adresse. Okay. Danke. Mukwi. Machen wir. Oh, hier ist noch was. Oh, später. Haben wir alles nicht durchgelesen hier. Wir müssen eigentlich mal reingucken. Ich habe da noch nie reingeguckt, was das überhaupt ist, was da für Informationen drin sind in den Splittern. Ist hier eigentlich auch noch was? Oh, guck mal, hier unten ist mir auch noch ein bisschen was. Sogar was Blaues. Moin. Wer hätte das gedacht? Konzerne oder nicht, ohne Chrom sehen alle aus wie kugeldurchsiebte Fleischsäcke. Auftrag letzte Login. Achso, da gab es hier tatsächlich auch noch eine Mission. Okay, haben wir noch mal eine andere Mission noch mitgemacht? Pauschale oder was? Oh, was liegt denn das? Nehmen wir doch gern mit. Pistolette. Ist noch irgendwas? Da ist noch was Grünes. Entschuldigung. Und noch was Blaues. Ansonsten ist hier noch was Grünes. Das Grüne nehme ich eigentlich immer noch mal ganz gerne mit. Wenn ich da noch rankomme. Triff dich mit Sandra. Okay, werden wir machen. Moin. Hey, wo kommst du denn her? War gerade unten. Willst du das erklären? Ich weiß nicht, was du da gesehen hast. Ich gehe da nie runter. Ich weiß nichts. Die haben mich gezwungen. Ich bin ihre Geisel. Die meinten, wenn ich abhaue, bin ich der Nächste. Ich schwör's. Ach komm, ich glaube ihm mal. Okay, okay. Ich glaube dir. Alles so schrecklich. Bin froh, dass es vorbei ist. Ja. Das haben wir bei Ansehen. Was hast du denn für uns? Kriegen wir dann wenigstens mal gute Preise oder was? Was ist das? Ach, Regeneration, hat er auch noch dieselben Sachen, wa? Ja, ich glaube, er hat auch noch dieselben Sachen. Auch nichts Tolles. Okay, dann hauen wir ab. Du gehst einfach. Ja, ich gehe einfach. Hast du was dagegen, Mann? Oh, nette Frisur.
Passiert nicht die Hölle beim Waschen morgens. Oder Abend. So, trifft ihr mit Sandra. Da gehen wir mal eben kurz hin. 600 Meter können wir auch mal eben sprinten. Wollen wir mal kurz was testen. Oh. Okay. Man sollte nicht fürs Auto springen. Aber wir können... Oh, schon ein ganzes Stück hochspringen. Geil. Ja. Ich war nicht alleine. Ich verstehe absolut und übernehme die volle Verantwortung. Don't walk. Don't walk. Oh, noch ganz schön was los hier, wa? Hier abends. Auch so ein kleines Mädel, so abends auf der Straße noch. Ja, bis 22 Uhr. Muss ich die so langsam mal ins Bett oder was? Ich weiß nicht, ob wir hier längs sollen, aber ich glaube eher nicht. So, noch 100 Meter, dann haben wir es gleich. Kombination habe ich auch und ich habe keine Probleme. Man muss nur an der Software rumspielen. Kriegst du? Noch ein Mädel. Mann. Echt jetzt? Mädels, ist es nicht ein bisschen zu spät für euch? So, da sind wir. Es ist geschossen, nee, vergiss. So, dann haben wir die Mission auch gleich durch. Aber eben wir auch noch eine zweite Mission aufgenommen, ne? Also den Koffer. Sandra? Sandra? Ich bin's, wie? Ich hab deine Datenbank. Sandra? Bist du da? Bist du allein? Ja. Ist dir jemand gefolgt? Was glaubst du denn? Mach schon. Ich will die Tür nicht lang offen lassen. Immer noch Schiss vor den Scavs? Eine Bude. Freundin von mir meinte, dein Gedächtnis wäre gelöscht. Scavenger? Nein, ich denke da eher an... Ach, ist auch egal. Hast du die Datenbank? Jop. Hier. Keine Angst. Ist vollkommen intakt. Immer wenn jemand keine Angst sagt, wird mir ein bisschen mulmig zumute. Du hast nicht zufällig mal kurz reingesehen, oder? Nö, nö. Nein, natürlich nicht. Nein. Ich würde nie meinen Ruf für ein paar Datenbytes ruinieren. Komisch ist nur, dass die GPS-SIG von der Datenbank vor gar nicht allzu langer Zeit plötzlich online war. Echt? Das kann nur eins bedeuten. Jemand hat sie gebootet und reingesehen. Nein, also ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was weiß ich? Also nö. Vielleicht haben die Scavs reingesehen, bevor ich aufgetaucht bin? Mhm. Die Scavs. Sicher doch. Hier, das war dann alles. Moment mal. Wir hatten mehr vereinbart. Ach, echt? Vielleicht haben die Scavs ja was rausgenommen, bevor du hier aufgetaucht bist. Wir sind fertig. Geh jetzt. Der Spruch war gut. Vielleicht haben die Scavs ja was rausgenommen. Sehr geil. Wie geil. Vielleicht haben die Scavs ja was rausgenommen. Wie geil, echt. Geile Antwort. Vielleicht haben die Scavs ja was rausgenommen. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh Mann, ey. Hätte schon, so bloß weg hier. So.
Ich muss gerade mal gucken. Also wir hatten noch diesen Koffer gerade irgendwie noch unten aufgenommen. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass das für eine andere Mission ist, der Koffer. Weil wir hatten ja zwei Sachen aufgenommen. Wir hatten einmal oben die Datenbank aufgenommen und dann diesen Koffer eben noch. Ich guck mal eben, ob wir da irgendwo... Was hat? Triff dich mit Emberg. Also Emberg, was? Emberg trifft dich mit? Okturn? Achso. Violence. Sicherheit. Spellbound. Triff dich mit Elizabeth Perales. Fool on the Hill. Gibt es irgendwo ein Log oder sowas, wo ich gucken kann, was ich aufgenommen hatte? Nee, ne? Geh zu Wilson Schießstand. Polizisten. Hol das Auto aus der Garage. Animals Club. Begib dich zum Kampf. Kampf. Psycho. Kampf. Besiege alle Gegner. Das kann ich nicht annehmen hier. Das kriege ich irgendwie nicht. Das Geschenk. Aus dem Netrunner. Von dem Netrunner. Okay. So. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das wollte ich eigentlich gar nicht markiert haben. 500 Meter. Ach komm. Ich gehe da nochmal kurz hin. Ich würde das mal... Was ist da hinten? Das gucke ich mir noch an. Ist ja nur 500 Meter weg, dann laufen wir da nochmal eben hin und passt das schon. Ich bin zu faul zum Laufen, ne? Ich bin echt zu faul zum Laufen. Müssen wir nach oben, alles klar, verstehe. Müssen wir nach oben. So. Hallo. Hier einkaufen. Was weißt du über T-Bugs Tod? Was hast du über T-Bugs Tod gehört? Die Wahrheit wurde ausgeschaltet. Wie alle, die sich mit Arasaka anlegen. Ihre Leiche wurde mit verkohltem Nervensystem gefunden. Weißt du, wie sich das anfühlt? Nein. Weiß ich nicht. Möchte ich auch nicht. Angeblich so, als würde man von 1000 Messern erstochen werden. Kann mir keinen schlimmeren Tod vorstellen. Die Ärmste. Ich mochte sie. Okay. T-Bug schickt mich. Du sollst was für mich haben. Du bist also weh. Weiß nicht, ob du schon Bescheid weißt. Echt traurig. Sie hat einen Demon für dich hinterlegt. Geschenk aus dem Jenseits. Sollte auf der dritten Generation laufen. Ich nehme immer gern einen Demon. Wenn du willst, kannst du ihn gleich testen. Hab einen Zugangspunkt. Vielleicht kommst du so an Software oder ein paar Subroutinen. Lohnt sich sicher. Ja. Kann ich bei dir noch mehr kaufen? Was ist denn noch so Schönes? Seltene Quick-Hack-Komponenten. Was ist denn noch? Macht das Ziel taub? Mhm. Kann Bewegung und Resistenzen ausschalten. Niedriger Schaden. Löst beim Ziel Brennen aus und verursacht hohen anhaltenden Schaden. Gegen Drohnen. Okay. 89 Sekunden. Auch nicht schlecht. Würde ich auch mal kaufen wollen. Nicht tödlich. Zeigt gegen Geräte. Zeigt Gegner und Geräte, die mit dem lokalen Netzwerk verbunden sind. Optische Cyberwehr neu. Wirkt bei der Waffe des Ziels eine Fehlfunktion, sodass sich deren Treffsicherheit verringert. Außerdem können wir auch nochmal mitnehmen. Vielleicht können wir das ja mal nutzen.
Quick-Hacks in deinem Cyberdeck ausrüsten. Hat eine begrenzte Kapazität für Quick-Hacks. Du kannst die darauf installierten Quick-Hacks jedoch jederzeit gegen andere eintauschen. Öffne hierzu dein Inventar. Okay. Zugangspunkt sollten wir hier irgendwie gucken, machen. Ach, wir machen das mal hier. Charakter. Das war jetzt Inventar. Cyberware ist das, ne? Nee. Das ist unter Cyberware oder hier? Der Betriebssystem. Installieren. Du musst den pfeifen. Mach doch mal weg hier den Kram. Wähle den Ping Quick Hack aus. Pfeifen. Ping Quick Hack. Ah, jetzt haben wir es. Okay. Zeig ihm Geräte, die im lokalen Netzwerk sind. Okay, ablegen. Ich mach mal alle kurz mal weg. So, mal gucken. Also den sollten wir eigentlich ausrüsten, stand da ja. Ich rüste den mal aus, das können wir gleich nochmal austauschen. Erzähl, wirkt sich auf deine aktuelle Position zu, befindet sich nicht mehr in Alarmbereitschaft, um sich auf deinen aktuellen Standpunkt zu bewegen. Ich kann auf den Gegner angewandt werden. Er greift das Nervensystem, sodass es Bewusstsein verliert, verursacht Geräusche. Was hatten wir ja noch? Sorgt dafür, dass der Kampfmodus beendet. Macht sie vorübergehend unnutzbar. Das finde ich ganz nice. Sonst machen wir das hier nochmal. So. Das müsste erstmal passen. So, haben wir. So. Das Geschenk. Mission aktualisiert. Müsste eigentlich jetzt fertig sein, oder? Lade den Ping-Demon in die Kamera hoch, um den Zugangspunkt zu finden. Okay. Achso, in die Kamera hoch, alles klar. So, Ping-Demon, alles klar. C55. Da komme ich gar nicht hin. Doch. Da komme ich gar nicht hin. 1C 50. Ich hab was. So, Mission abgeschlossen. Sehr schön. Haben wir. Irgendwas Cooles im Angebot? Nee, ich wollte nicht. Ja, wenn du Kohle hast? Nee, hab ich nicht. Tschüss. Wir haben ja schon eingekauft. Müssen wir ja nicht mehr. Sehr gut. Mission haben wir auch geschafft. Dann könnten wir eigentlich Schwerte Tarot, Charakter, Inventar, Cyberware. Dann können wir das eigentlich wieder rausnehmen, ne? Zeigt Gegner und Geräte, die mit dem lokalen Netzwerk verbunden sind. Das wollte ich eigentlich weghaben. Fänger, das sind deaktiviert Fähigkeitshilfe. Ne? Startet Cyber optisch neu. Kampfmodus beendet. Nicht tödlich, nicht tödlich. Machen wir sonst erstmal das. So. So, dann haben wir Hanako haben wir jetzt als nächstes im Embers. Ich würde sagen, da ja momentan eigentlich nichts weiter anliegt, würde ich tatsächlich in der nächsten Folge mal die Mission mal angehen. Ja, dann mal gucken, ob das tatsächlich die letzten Missionen sind oder ob da noch irgendwas kommt oder ob das irgendwie auch nur so ein kleines Aperitif quasi zur letzten Mission ist. Das werden wir alle sehen. Wir werden uns alles in der nächsten Folge angucken. Sofern jetzt nicht noch irgendwie doch nochmal ein Telefonat kommt, hey, mach mal dies, mach mal das. Falls sich doch nochmal Pana melden sollte. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns in der nächsten Folge Cyberpunk 2077 wieder. Macht ihr gut, bis dann. Tschüss. Und